Oh Gott. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage ist überall gleich. Ganz egal, wohin man in dieser Welt geht. Bla bla. Habe ich euch das nicht schon zur Genüge bewiesen? Aber dann werde ich es eben noch einmal tun. Ich gebe euch diesen Stapelzettel, auf denen mein neu eröffneter Marktstand angepriesen wird. Wenn ihr diese im Segelhafen für mich aufhängt, vielleicht im Süden werden die Kunden bald über meine Waren herfallen. Und ihr müsst mich vor dem Ertrinken retten. Vor dem Ertrinken in Gold und Silber. Laber, laber. Okay, ja. Gallengams erster Kunde. Bitteschön. Shayat, der Ballast. Was? Wer? Puh, wir haben heute schlechten Wind. Ich heiße Shayat und ich habe eine traurige Geschichte zu erzählen. Wollt ihr sie hören? Ich war einst Seemann auf einem Schiff, einem guten Schiff. Und die Mannschaft, die ich lieb... Und die Mannschaft und ich lieferten Waren überall hin entlang der ganzen Küste. Ich genoss dieses Leben in vollen Zügen. Neue Länder und ferne Küsten zu sehen, interessante Leute kennenzulernen und zu sehen, wie ihre Gesichter freudig aufleuchteten, wenn sie die Waren bekamen, die sie wollten oder brauchten. Wie habe ich das geliebt? Und die Kameradschaft. Die Mannschaft war wie eine Familie für mich. Sie nannten mich den Ballast. Ein liebevoller Spitzname, wisst ihr? Es waren die besten anderthalb Wochen meines Lebens. Alles klar. Aber jetzt hat Captain Idalio mich fortgeschickt. Könnt ihr ihn suchen und ihn bitten, mich wieder in die Mannschaft aufzunehmen? Er müsste in der Taverne zur zerbrochenen Säule in der Unterstadt sein, zusammen mit der restlichen Mannschaft. Ach, manche Leute, ich verstehe es nicht. Ja. Hm? Die geilste Woche in deinem Leben, ever. Oh, Sieglet. Als ich zur letzten Wache wurde, habe ich oft Stimmen und Namen aus meiner Vergangenheit gehört. Mhm. Ich dachte immer, es liege an der schrecklichen Natur dieses finsteren Orts Dol Guldur oder an den dort verborgenen Artefakten. Aber vielleicht war es nur ich. Ich glaube, gerade ist es wieder passiert. In der Unterstadt hörte ich den Namen Kasha. Vielleicht ist das in Umba bloß ein gewöhnlicher Name. Doch vielleicht handelt es sich auch um die Frau, für die die Nachricht gedacht war, die wir auf den Schildinseln fanden. Könntet ihr nach Norden gehen und euch umhören, ob ihr diesen Namen vor der Taverne zum Schwarzen Anker aufschnappt? Wenn wir herausgefunden haben, was mit Kashas verlorenem Geliebten geschehen ist, sollten wir ihr dann nicht davon erzählen? Okay. Sieglitz Neugier. Ihr habt die Taverne zum Schwarzen Anker entdeckt. Gipszahn. Es gibt noch viel zu tun und nur wenige Hände. Oh, der Schwarze Anker ist bald am Ende. Früher war ein bevorzugtes Etablissement der Leute von Umba, aber jetzt überschreiten die Korsaren und Piraten aus dem Eingeweide aller Grenzen. Wegen ihnen wird es immer schwieriger, die Gäste zu unterhalten und Gewinne zu machen. Sie nehmen sich den Met einfach fässerweise, als gehöre er ihnen. Wenn ich die Fässer nicht wiederkriege, kann ich den Met für die zahlenden Kundschaft nicht mehr fließen lassen. Wärt ihr bereit zu helfen? Holt Metfässer aus dem Eingeweide zurück. Die erste Runde geht auf euch, heißt die Quest. Und... Ach hier, ja, der ist ja hier so verborgen.
Adorion. Ich habe Kaschab den gesamten Weg vom Langstrand über die Schildinseln hinweg verfolgt. Ich glaube, er ist in Umba an Land gegangen. Aber wir sind inmitten seiner Männer und müssen daher auf der Hut sein. Ich weiß, wie wir ihn aus seinem Versteck locken könnten. Wir haben es nach Umba geschafft. Was ist das Wichtigste für einen Korsaren und Halsabschneider? Ganz einfach, sein Ruf. Wenn wir seinen Ruf in Zweifel ziehen, wird er sicher kommen, um ihn zu verteidigen. Also verbreiten wir Gerüchte über gestohlenes Geld und lassen ihn wie ein Verräter aussehen. Und es reicht schon, wenn nur Kaschab diesen Gerüchten Glauben schenkt. Und ich vermute, das wird er. Schon wieder Plakate aufhängen. Okay. Und dann Zadok. Zadok. Der Frieden hält endlich Einzug in Gondor. Ja, was wollt ihr? Ich bin ratlos. Ich habe mehr Geld verloren, als ich je wiederkriegen kann. Ich dachte, in dieser Stadt und mit eurer Kundschaft und neuer Kundschaft könnte ich als Geldleiher hübsche Gewinne einfahren. Aber diese Raufbeute verstehen die Kreditbedingungen nicht. Sie wissen wohl nicht einmal, dass man ein Darlehen zurückzahlen muss. Und dann wollen sie immer noch mehr. Wenn ich von hier fortkomme und einen Neuanfang wagen will, brauche ich Hilfe, die Schulden bei diesen Tunichtguten einzutreiben. Könnte ich euch anheuern, damit ihr ein paar meiner Kunden einschüchtert, damit sie bezahlen? Oh, ja, einschüchtern kann ich. Zinsen aus Prinzip. Ein Säufer. Einschüchtern. Das wäre... Hände weg. Batsch. Postnachricht. Es gibt hier sehr viele Quests. Sehr, sehr viele. Braucht ihr irgendetwas? Oh, bitte, habt ihr einen Moment? Ich kam auf der Suche nach neuen Geschäften her und war einigermaßen erfolgreich, aber leider habe ich etwas sehr Wertvolles verloren. Etwas Unbezahlbares. Ein Familienerbstück. Gewiss nichts, was ich je verkaufen würde. Ich habe mich umgehört und anscheinend bewahren die Korsaren ihre Schätze an einem Ort namens Ostlager auf. Das ist aber wohl kein öffentlich zugänglicher Ort. Er wird nicht bewoben. Naja, ich konnte dennoch einen Hinweis ergattern. Der Eingang zu diesem Lagerhaus müsste auf der östlichen Seite der Unterstadt liegen, in der Zisterne. Ein verlorenes Erbstück. Was ist mit dir? So geheimnisvoll? Habt ihr etwas Zeit für mich? Findet den verborgenen Lagerraum. Ist das zu glauben? Ich helfe meinem sogenannten Freund beim Rauben und Plündern und sie behalten die ganze Beute für sich. Ohne mich hätte es gar keine Beute gegeben. Mir steht ein Teil davon zu. Helfe ich jetzt einen geprellten Räuber? Ach, was meint ihr? Warum ihr mir helfen, meinen gerechten Anteil zu bekommen? Wollt ihr mir helfen? Ich sage nicht, dass ihr ihnen alles rauben sollt. Ich bin eine ehrliche und gerechte Haut. Ich muss mich nur einfach um meine Geschäfte kümmern. Also, es gibt da ein geheimes Lager, in dem all die Taugenichtse ihre Schätze verstecken. Es liegt auf dem Wasserwegmarkt, gleich vor dem Eingeweide. Aber das Lager wird gewiss bewacht. Steckt einfach wahllos so viel ein, wie ihr nur könnt und bringt es mir. Meinen Teil steckt so viel ein, wahllos einfach irgendwas, was, ja, ist klar. Jetzt so schön. Ach ja, so. Chikavi. Könnt ihr einen Moment erübrigen? Kina ist felsenfest überzeugt, dass er eines Tages über die Korsaren herrschen wird. Ja, sogar über die Stadt selbst. Ich kann nicht zu ihm durchdringen. Man wirft mir vor, dass ich ihn nicht unterstütze, ihn verstoße. Aber ich weiß, dass diese Korsaren sich nicht um Kina kümmern. Sie behandeln ihn wie einen Sklaven, indem sie ihm einen Platz auf einem Boot und einen Anteil an der Beute versprechen. Ich habe gesehen, wie sie Kina behandeln.
Helft ihr mir bitte, ihm die Augen zu öffnen? Sprecht mit Kidam Eingeweide. Oh Gott, alles in Eingeweide. Das Richtige fürs Kind. Heute ist ja ein schön trüb hier. Ach, da ist der Ring. Es gibt noch viel zu tun. Ahusat. Wir würden unsere Kultur liebend gerne teilen, aber das ist gerade nicht so einfach. Diese Freibeuter und Gauner benehmen sich in der Stadt, als gehöre sie ihnen. Überall hinterlassen sie Trümmer und Müll. Die Stadt sieht furchtbar aus. So wird das nichts mit unserem Geschäftserfolg. Würdet ihr helfen, den Müll um Rahal Bak zu beseitigen? Ein bestimmtes Gebiet ist besonders betroffen, das sogenannte Eingeweide. Alle Raufbeute hinterlassen dort ihren Dreck. Eingeweide! Faulpelz. Mhm. Ihr seid nicht mein Vater. Ja, aber du hast Schulden. Wenn Papa das wüsste. Gott, wie langsam läufst du? Geil. Schurke. Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Aha. Yossarin? Umba ist endlich eine freie Stadt. Steigt in das Wasser der Bäder von Kadax in der Unterstadt. Willkommen in den Bädern von Kadax, Reisende. Bringt ihr es über euch, in ihrem wohltuenden Wasser zu entspannen? Ihr müsst nicht ganz untertauchen, aber wenn euch das hilft und ihr den Atem so lange anhalten könnt, tut einfach, wonach euch ist. Dies ist meine Herausforderung. Könnt ihr die Bäder betreten, euch hinsetzen und alle Gedanken an die aufreibende Mühsal des Tages fahren lassen? Könnt ihr euch auch nur 2 Minuten lang entspannen? Wenn ja, bekommt ihr eine Belohnung von mir. Auch wenn die Übung allein schon Belohnung genug sein kann, glaubt mir. Wenn ihr die Bäder zu schnell verlasst, werde ich nicht überrascht sein, enttäuscht aber schon. Oh, ich habe keine Möglichkeit mehr, Quests anzunehmen. Ja, wir müssen mal ins Eingeweide. Und einen verborgenen Lagerraum finden. Ich mache das erstmal. Aber interessant, dass die Bäder einfach so for free sind. Jeder kann da hin und machen und tun und ja. Ja, jetzt sollte ich mich da einfach ausruhen und entspannen und nichts machen. Auch nicht schlecht. So, einmal durchbuffen. Guten Tag. Ah, das war ein bisschen tricky hier drin. Erinnere mich. Stimmt. Und stimmt, stimmt. Der Respawn, der war... Oh. Auch nicht ohne. Oh, oh. Oh, oh. Was ist das denn gerade? Ich hoffe, es hat jetzt geladen. Nix.
Jones K.O. geschlagen. Oh, der Arme hing ja jetzt richtig durch. Okay. Nix. Da ist eine Kiste. Und dann müsste es auch nach oben gehen. Oh, ein Schleichi. Was, der ist noch nicht... Ah, lag. Oha. Was ist das für ein krasser Sound? Das ist schon wieder Respawn. Hohoho. ETF. Der hängt da fest. Damit hier durch, ja, ja. Nee. Der kommt da nicht hoch. Hä, der Schuss hat gar nichts gebracht. Down. Okay. Wegen gut Schaden kann ich gar nicht so schnell das Zeichen anwenden. Oh, eine Box noch. Hallo. Findet Katrax den Regentropfen. Eingeweihte Löwe. Ah, der Regentropfen, da ist er ja. Au. Na komm. Oh. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Ja. Eingeweide, Eingeweide. Da müssen wir dann auch noch hin. Und wir müssen raus. Raus. Raus, 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 raus. Sind noch so viele Aufgaben zum Annehmen. Ne. Hm. Okay, einmal abgeben. Ich hoffe, dass da keine Folgequests kommen. Bitte schön. Welche Neuigkeiten bringt die Flut? Na, guckt mal einer an. Ihr habt es geschafft. Da habt ihr ja reichlich Beute gemacht. Ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es wirklich tut. Aber ihr seid eine ehrliche und gerechte Haut, was?
Und wir ehrlichen und gerechten Leute müssen uns an den strengsten Kodex der Gerechtigkeit halten. Ihr habt in Umba einen Freund auf Lebenszeit. Hm, toll. Ganz viele Rezepte. Braucht ihr irgendetwas? Ah, da ist er ja. Der Regentropfen ist ein unbezahlbares Erbstück seit Generationen in unserem Familienbesitz. Wir sind schon lange Kaufleute und dieser Regentropfen war das erste Schmuckstück, das je mit unserem Familienvermögen erworben wurde. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr mir dieses kostbare Artefakt zurückgebracht habt. Genau, gratuliere, nimm dir Keks. Okay, kann ich hier abgeben? Wir müssen unseren neu gefundenen Frieden verteidigen. Mein Geld! Ihr habt mir einen Teil davon zurückgebracht und auch noch mit Zinsen. Entweder habt ihr mehr eingetrieben, als mir geschuldet wurde, oder diese Leute wissen doch, was ein Kredit bedeutet. Vielleicht sollte ich mein Geschäftsmodell überdenken, anstatt mit eingezogenem Schwanz davonzulaufen. Habt vielen Dank. Wir müssen wachsam bleiben. Folgequest. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich hier in Umba Profit machen könnte. Gewiss, das gewöhnliche Klientel hat keine Ahnung von Krediten, aber mit eurer Hilfe könnte ich die Stadt und vielleicht sogar das Eingeweide belehren. Dort gibt es einen Inhaber, der sich viel Geld geliehen hat, um so reich zu werden wie ich. Er ist im Eingeweide sehr angemessen. Wenn wir an so jemanden ein Exempel statuieren, würden die Schulden sicher pünktlich und mit Zinsen bezahlt werden. Mhm. Zinsen aus Prinzip Teil 2. Aber ich könnte jetzt 2 Aufgaben annehmen, richtig? Ja. 2 Aufgaben. Das heißt, wir können kurz meditieren. Um die Hecke drumherum. Wups. Blum. Ruhige See und gute Winde. Oh. Achso, Absisse. Das Wasser ist warm und wohltuend. Und. Gut, ich muss ja jetzt 2 Minuten hier so sitzen, ne? Ich fühle die Kraft. Mein Geist leert sich. Keine Ahnung. Irgend sowas halt. Fühle mich besser. Ja. Genau. Warum man eigentlich dieses Om macht? Keine Ahnung. Meditieren würde ich eher einfach. Ich würde mich versuchen, mehr aufs Atmen zu konzentrieren. Aber, ja. Also rein aufs Atmen. Aber nicht die ganze Zeit Om sagen. Weiß ich. Ich weiß nicht. Nicht die. Oh ja. Hui! Plung. Das Om ist eine Atemtechnik. Echt? Dann nicht die richtige für mich. Ich habe es bisher ohne gemacht. Ihr fühlt euch erfrischt und belebt. Ihr habt mich beeindruckt. Meine entspannte Freundin. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr es schaffen würdet.
Die Leute hasten immerzu hin und her. Ihre Erledigungen treiben sie aus einem Teil der Stadt in den anderen und wieder zurück. Aber ist es nicht auch wichtig, innezuhalten? Ein, zweimal tief durchzuatmen und zu genießen, was man lebt? Doch, das ist es. Doch, meine Liebe, das solltet ihr öfter tun. Und nun schaut gern wieder in den Bädern von Kadax vorbei, wann immer sich die Gelegenheit ergibt. Ah, Stress abbauen. Ein Thema hier in Lotro, finde ich interessant. Anti-Stressbewältigung, Stressbewältigung, so. Anti-Stressbewältigung? Wir sollen noch Plakate aufhängen. Irgendwo hier. Und Zuhur hat eine Aufgabe. Und der Typi am Kai auch. Ist ein wenig Ruhe denn zu viel verlangt? Ja. Ich suche Aprikosen. Normalerweise sind sie hier auf dem Wasserwegmarkt leicht zu finden, aber heute hatte ich noch kein Glück. Würdet ihr mir helfen, einen Marktstand zu finden, an dem es das Obst zu kaufen gibt? Die Früchte eurer Arbeit. Oh ja, Aprikosen würde ich jetzt auch ein paar essen. Guten Tag. Braucht ihr irgendetwas? Ich habe nie Aprikosen im Angebot, tut mir leid. Der Grund ist ganz einfach, sobald ich welche in die Finger bekomme, sind sie auch schon weg. Ich liebe den Geschmack einfach, wisst ihr, und kaufe sie mir bei Gelegenheit. Meistens kaufe ich sie hier auf dem Wasserwegmarkt restlos alle auf. Verzeiht. Was? Ja, kein Wunder, dass sie andere keine abkriegt, wenn du alle wegfutterst. Ihr Schlund. Was wird jetzt aus uns? Aprikosen? Oh, ich wäre euch gern zu Diensten, aber ich habe leider keine. Ich könnte euch Hirse, Reis oder Kichererbsen anbieten. Der Geschmack ist anders. Aber daraus lässt sich ein köstliches Gericht bereiten. Und wenn ihr hier auf dem Wasserwegmarkt noch irgendwo Aprikosen findet, werden die Früchte eine willkommene Ergänzung sein. Nur eben nicht als Hauptgang. Aber wir wollen doch nur Aprikosen, so zum Dessert wahrscheinlich oder als Snack und nicht als Hauptmahlzeit. Mögen die Winde euch hold sein. Aprikosen? Nein. Aber Datteln, Feigen und Trauben. Oh. Feigen. Her damit. Ja, ja und ja. Warum kauft ihr nicht ein paar davon? Sie sind genauso gut, das versichere ich euch. Kann ja sein. Aber es ist ja nicht für mich. Wieste? Wieso ist denn hier noch so ein Marker? Ich soll hier noch ein Plakat aufhängen. Plakat aufhängen. Und hier muss doch der Dreck sein. Ja? Der Schatten dachte gerade, es wäre was anderes. Nö. Was? Da ist ein Ring. Da, wo ich hingucke. Merkwürdig. Wahrscheinlich war da ein Marker oder so ein Plakat zum Aufhängen, aber der Ring verschwindet nicht. Stress abbauen. Darkest Dungeon hat angerufen und möchte seine Mechanik zurück. Das ist so ein böses Spiel. Ja, aber ein gutes Spiel. Habe ich auch schon mal angezockt. Bitter, bitter. Oh, hallo. Mögen die Winde euch hold sein. Dankeschön. Mein Bruder und ich waren in der Unterstadt unterwegs, als sich ein Mann näherte. Und meinte, er hätte Informationen für uns. Ich weiß nicht, ob er die Wahrheit gesprochen hat, aber wir sollten uns anhören, was er zu sagen hat. Wenn wir beobachtet werden, sollten wir wachsam bleiben. Das ist sicherlich klug, oder?
Ich habe Elro hier gesagt, dass ich diesem Mann nicht traue. Aber das ist noch kein Grund, ihn abzulehnen. Vermutlich würde er viele Männer brauchen, um uns zu bezwingen. Kommt ihr mit, um ihn mit ihm zu reden? Er hat einen Treffpunkt weit im Osten vorgeschlagen, bei einem der Höfe außerhalb der Stadt. Genau, das ist außerhalb. Da gehen wir dann auf jeden Fall auch noch hin. Heche, Lechts, Wolfsgeheul, Dagestan, Red Kali, alles gut? Was wird jetzt aus uns? Aprikosen? Nee, tut mir leid. Normalerweise habe ich welche, aber heute sind sie schon ausverkauft. Kann ich euch vielleicht Austern anbieten? Austern? Das ist, als ob du einen Apfel haben willst und er sagt, ah, hier ist Motoröl, wie wär's denn damit? Nee. Oder für meine köstlichen Bohnen. Sie sind ganz frisch, heute Morgen erst gepflückt. Ah, was ist denn dazu ein Äquivalent? Austern. Zu Aprikosen, fängt auch mit A an. Was wollt ihr? Was? Es gibt nirgendwo Aprikosen zum Verkauf? Ah, noch gebe ich mich nicht geschlagen. Könnt ihr euch mal auf dem Morgendämmermarkt außerhalb der Stadt umsehen? Er befindet sich außerhalb der östlichen Mauer von Umber bei Hebel, aber naja, der Weg dorthin ist mir in diesen Schuhen einfach zu weit. Würdet ihr dieses Geld nehmen und Aprikosen für mich kaufen, wenn es dort welche gibt? Ich muss mich so lange irgendwo hinsetzen. Oh, meine Füße bringen mich noch um. Sind eigentlich ganz bequem aus, die Schuhe. Wie wäre es, wenn du dir ein Schuhwerk zulegst, was vielleicht auch gesünder für deine Füße ist und angenehmer zu tragen? Achso, falsche Taste. Okay, wir müssen erstmal Quests erledigen, bevor ich welche annehmen kann wieder. Wir müssen mal ins Eingeweide gehen. Da waren doch einige. Einige. Warte, wie heißt die Quest? Das Richtige fürs Kind. Oh, Entschuldigung. Oh je. Hier. Geradeaus. Über eine Brücke. Das ist direkt hier auf der anderen Seite irgendwie. Aber wir machen auch gleich Schluss, würde ich sagen. Oh. Zur zerbrochenen Säule. Ballast Schiffskollege. Ach ja. Hallo. Da ist die kaputte Säule. Gidallo. Seid gegrüßt. Shaya schickt euch. Wer ist das? Ihr erzählt dem Captain, dass Shayat womöglich auch der Ballast genannt wurde und er stöhnt auf. Ah, oh, na, ich verstehe schon. Wisst ihr, warum wir ihn Ballast nannten? Er weiß es vielleicht nicht. Weil er so wenig vom Seemannsleben versteht, aber Ballast ist wie ein schweres Material wie Eisen, Blei oder Stein, das man in den Frachtraum lädt, um das Schiff zu stabilisieren. Wird jemand an Bord eines Schiffes so genannt, dann heißt das, dass derjenige zu nichts Nütze ist. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber er ist halt ein bisschen dumm. Er war wirklich furchtbar, mein Lieber. In den paar Tagen, die er bei uns war, haben wir genug Unbill und Pech gehabt, dass es für ein ganzes Jahr reicht. Er hat die falschen Knoten geknotet, die falschen Böden geschrubbt, die falschen Töpfe geleert, die falschen Wetterzeichen gelesen, gefährliche Untiefen als sicher bezeichnet und sichere Untiefen als gefährlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der weniger zum Leben an Bord eines Schiffes taugte als er. Darum habe ich ihn fortgeschickt. Eine Woche war er da. Oh Gott, der muss echt katastrophal gewesen sein. Wir wollten seine Gefühle nicht verletzen, Jungs. Jungs. Ich finde, wir sollten den Hut herumgehen lassen und Geld sammeln, damit der Ballast ein neues Leben beginnen kann. Jeder sollte etwas geben und seine Spende in der Gewissheit machen,
dass sie den Ballast so fern unseres Schiffes hält, wie es nur geht. Danke. Sieht auch ziemlich cool aus hier. Mal noch mal ein Foto. Hm. Dankeschön. Okay, dann sammeln wir mal. Er gibt euch ein paar Münzen, um dem Ballast zu helfen, einen neuen Kurs einzuschlagen. Dann könnten wir von dem hier noch mal ein Foto machen. Ja. Oh. Dup-di-dum. Kann die Schrift mal weg? Ehren, danke. Okay, dann haben wir jetzt etwas Money. Sprecht mit Kida im Eingeweide. Das habe ich jetzt so offen, da gehen wir direkt hin. Müllhaufen wegmachen. Ah, und da ist schon wieder eine Quest. Ah, nee. Wir haben das Eingeweide entdeckt. Na. Müssen wir die besiegen? Nee, eigentlich nicht. Okay, hier ist eine Brücke. Dann gehen wir da mal rüber und dann müssten wir theoretisch einfach nur auf der anderen Seite irgendwie lang laufen. So die Theorie, ne? Das Eingeweide. Mhm. Ah, Jones hängt schon wieder sonst wo fest. Hallo? Was ist mit dir? Bleib an mir dran. Du musst doch wohl hinter mir herfliegen können. Die hat eine neue Aufgabe für mich. Wir müssen aber erstmal Medfas. Und da ist Kina. Der Junge. Das heißt, wir müssen hier normal hin. No. Mich nicht an! Hm. Okay. Wenn ich irgendwas anderes... Rückeroberung der Bergfeste. Hier die wiederholbaren. Okay. Respawn ist hier echt krass. Welche Neuigkeiten? Glaubt ihr, dass die Leute vor Schurken sicher sein sollten, Fremdling? Die Bewohner der Unterstadt von Umba Bahebel sind nicht so reich wie die Adligen in der Oberstadt.
Aber was sie haben, ist für sie genauso kostbar. Es ihnen zu stehlen, das ist wirklich niederträchtig, aber genau dazu haben sich die Schurken verstiegen, die das Eingeweide unsicher machen. Verschrieben, oder? Verstiegen? Verstiegen? Wenn ihr diese Raufbeute findet und ihnen die glänzenden Schätze wieder abnehmt, die sie gestohlen haben, werden meine Familie und meine Freunde es euch nicht vergessen. Aber... Ach so, das ist das Eingeweide an sich. Ich glaube, es gibt keine Tür, wo man durchgehen kann in so eine Bar rein, ne? Das ist hier so allgemein das Eingeweide. Oder doch? Gildenhalle der Bauernburschen. Mhm. Oh. Wo ist er denn? Da ist er. Oh. Hat resettet. Hier könnte man rein. Ach ja, hier ist die Handwerksgilde und so anzutreffen. Genau. Die Winde euch Holz sein. Hm? Die Umba-Handwerksgilde. Ups. Huch. Werf den Puschen zu Boden. Den Puschen. Stimmt. Das ist hier. Aber wir müssen dahin. Was ist denn mit dem Schatten? Ist natürlich die Frage, ob ich... hier einfach so auslocken sollte, wo so viele Gegner sind. Ich muss mich bestimmt ein Stück woanders hinstellen. Aber wir müssten langsam eh Schluss machen. Schluss für heute. Jo. Hier steht eine Wache. Das soll, denke ich, eine sein. Und hier ist so ein Horsar, der nur Stress macht. Die Wache tut einfach gar nichts. Einfach ignorieren. Hm. So, du? Ist ein wenig Ruhe denn zu viel verlangt? Naja. Es gibt zwei Lagerhäuser in der Flottenfeste, Fremdling. Eins im Süden, eins im Westen. Und beide sind voller Vorräte. Wie viele Rationen brauchen die Wachen der Zitadelle? Nicht so viele, wie sie für sich behalten, das kann ich euch sagen. Sie sollen so viel davon bei den Lagerhäusern aufbewahren, dass sie die Kisten und Truhen schon draußen stapeln müssen. Die Wachen werden es nicht vermissen, wenn ihr versteht, was ich meine. Bringt mir von diesen überschüssigen Gütern, dann sorge ich dafür, dass wahrhaft Bedürftige sie bekommen. Die Leute in der Unterstadt. Was nur Platz in der Flottenfeste wegnimmt, hilft doch niemanden. Denkt daran, es gibt sowohl südlich als auch westlich der Stuna, dem großen Schiffsdock mitten im Wasser, jeweils ein Lagerhaus. Ihr solltet aus beiden überschüssige Güter beschaffen. So. Ach, guck mal, Nauriel. Ja, dann können wir hier stehen bleiben. Sehr schön, und dann machen wir beim nächsten Aufnahmestream einfach hier weiter. Eine Aufgabe könnte ich noch annehmen, oder? Ja, eine kann ich noch annehmen und ich würde dann auf jeden Fall die anderen unbedingt fertigstellen, dass ich wieder Platz bekomme. Okay, dann auf YouTube vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!